Jo Leute, und willkommen zurück zu Elden Ring. Wir sind hier in Murg oder Schloss Morn. Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau. Morn auf jeden Fall. Sind ja eigentlich so weit auch durch, haben wir einen Boss besiegt, aber unser eigentliches Ziel, den Vater von der Tochter zu finden, sage ich mal so weise, das haben wir irgendwie noch nicht erfüllt. Und irgendwie, man sieht es hier auch, das ist die die leitende oder führende Hand. Die hat uns auch genau in dieses Schloss hier geführt. Ich weiß nicht, ob es genau für diese Questreihe ist oder warum auch immer. Vielleicht ist die Tochter irgendwie so ein Special Char, wenn wir ihren Vater hier gefunden haben und den Brief mal übergeben haben. Ja, wie gesagt, eigentlich sind wir soweit durch. Es gibt irgendwie ein, zwei Gebiete, die wir bisher noch nicht beackert haben. Das müssten wir jetzt noch mal nachholen, aber ich habe es fast befürchtet. Man kommt hier ja nicht mehr zurück, ne? Deswegen müssen wir uns jetzt eigentlich wieder ganz zum Eingang porten. Nochmal durch diesen Innenhof durch, mit diesem brennenden Scheiterhaufen, mit dem riesigen, nochmal alle Mobs da besiegen. Okay, das wird nochmal ein bisschen lästiger. Ja, müssen wir erstmal den Fahrstuhl wieder runterholen. Manchmal könnte es auch sein, ne, dass unter so einem Fahrstuhl irgendwie so ein Geheimgang oder so ist, aber ich glaube, es ist hier nicht der Fall. Es dauert nur ein bisschen, bis dieser Fahrstuhl wieder hier ist. So, wir müssen eigentlich wieder ganz rauf bis auf die Zinnen. Ne? Bei den Zinnen bin ich halt einmal relativ schnell runtergesprungen zu dem Ort der Gnade, weil ich den erstmal haben wollte. Das heißt, da konnten wir, glaube ich, irgendwo noch links abbiegen und den Zinnen weiter folgen. Und genau, einmal schon beim Ort der Gnade unten bin ich einmal ja in so einen Spalt zwischen zwei Mauern gefallen. Da würde ich auch gerne nochmal drüber hüpfen. So, ist die Frage, vielleicht können wir auch die Hälfte hier stehen lassen. Mal gucken, wie viel gleich so edit, aber ich glaube, ich habe auch schon gerade gehört. Ah, guck mal, er lebt noch. Jetzt nicht mehr. Boah, hört ihr mal auf. Drecksäcke, echt. Ich weiß gar nicht, warum ich hier was beschwören kann. Hier stehen nur Billo-Gegner rum. Wahrscheinlich, damit es ein bisschen schneller geht oder so. Und die lassen wir auch einfach in Ruhe. Wenn wir keinen geedet oder so. Ach guck mal, hier könnte man noch welche von diesen heißen Schmetterlingen da einsammeln. Aber lassen wir jetzt mal. Oh, hier steht so ein größerer rum. Den würde ich ja gerne mal von hinten staggern. Aber vielleicht beschwören wir uns hier jetzt doch was. Nehmen wir die Wölfe. Wenn man jemanden mit so einem Aufwärtshaken erwischt, macht es auf jeden Fall echt viel Schaden. Aua. Okay, gut, die Wölfe haben es Gott sei Dank erledigt. Vielleicht auch er. Okay, und dann haben wir es auch schon. Boah. Wartet. Mein Google Assistant meinte hier wieder irgendwie anspringen zu müssen und hat gerade den ganzen Text mitgeschrieben, den ich gelabert habe. So, ja, dann würde ich jetzt sagen, nehmen wir auch mal die Leiter hier hoch. Das ist, glaube ich, ein bisschen kürzer. Ich hoffe, wir können da oben gut, gut über die Klippe kommen, ohne dass wir da 1000 Viecher edden. Letztes Mal sind wir den Weg irgendwie andersrum gegangen, also über den Scheiterhaufen drüber. Ja, sieht eigentlich ganz relaxed hier aus. Einer kommt angerannt, soll er. Die haben so eine geile Frisur, ne? So, ein, zwei Fliegende haben wir hier, glaube ich, noch. Genau, kommt mal her. Keine Lust hier von der Brücke zu fallen, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. So, wer von euch will zuerst? Sie kommen einfach nicht. Ich glaube, ich muss mich da nochmal hier hinter der Mauer verstecken. So, Nummer 1 ist runtergefallen. Man kommt auch nicht dran jetzt, aber. So, was ist mit dem anderen? Kommt er wieder hoch oder ist er jetzt da unten hinüber?
So, aber ungefähr hier war das. Genau, hier links sind wir noch nie gewesen. Da sieht man auch, da sind noch, ist noch eine Leiche. Oh, oh, das sollte ich nicht tun. Fast wäre ich da runtergekullert. Hier ist auch noch eine Leiter, wo wir noch nicht waren. Waren wir auf dieser Zinne hier auch noch nicht? Ja, sieht so aus. Da hinten ist noch was zum Plündern. Hier könnte man auch noch mal auf diesem Vorverschlag. Die Frage ist, kommt man da irgendwo rein oder nicht? Klar. Haben sie hier noch mal eine Falle hingesetzt, die Arschlöcher. Tschüssi. Ein Schmiedestein Stufe 2. Sehr schön. Noch ein Eisenball. Wie sie einfach mal überall die Leute gehängt haben. Das ist so hart, Leute. Erwähnt ich schon mal, Kulissenbau ist From auf jeden Fall eine große Nummer. Ne, ich glaube, man kommt hier nicht rein. Ne? Das ist einfach nur so ein Vorbau. Gut, dann klettern wir wieder da hoch. Wo kam denn die Erfahrung? Also manchmal frage ich mich echt, woher die Erfahrung angeflogen kommt. Wir haben schon wieder 6900 Runen. Wir müssten auch bald mal wieder Runen ausgeben für ein Level. So, genau. Hier bin ich runter, weil da unten der Ort der Gnade war. Dann ist das hier auf jeden Fall ein Wegteil, der uns noch fehlt. Und das ist, glaube ich, der vorsichtige Weg dahin. Oh, ja, wenn man denn die Leiter mal benutzen würde. Oh, da kämpfen welche. Und hier scheint mir soweit Sackgasse zu sein. Weißt du, wenn man... Nein, boah. Wenn man von der anderen Seite hier mal drüber hüpfen könnte, ne, hätte man wenigstens eine Verbindung. Aber ich glaube, das haben sie einen nicht gegönnt. Aber ich glaube, ich habe es auch nie so richtig probiert. So, den will ich. Wie sieht's mit dir aus, mein Freund? Ganz gut sieht's mit dir aus. Ein nerviger, fliegender Gegner weniger ist ein guter Gegner. Ja. Es hätte mich fast noch das Leben gekostet. Da geht's nochmal rauf. Hier geht's nochmal runter. Ah ja, da ist der Scheiterhaufen. Okay, war meine Orientierung wenigstens richtig. Okay, leichter Physikbug. Freund oder Feind? Ah, ich kann ihn nicht anvisieren. Ah, das könnte dann Daddy-O sein. Warum hockt der hier als einziger so rum und wird nicht gehängt? There's a face I've not seen before. I'm Edgar, warden of this castle, as ordained by Lord Godric himself. But you can see how things have turned out. The menials have all rebelled. They gave me good service, or so I thought. But it seems it was all an act. Du ist das, wenn man seine Bediensteten nicht gut behandelt, oder? True enough, they're foul inside and out. I'm sorry to disappoint you, but whatever you come here to do, I'm afraid Castle Morn won't hold much longer. Ich hab hier schon alles aufgeräumt, Junge. Ein Opferzweig. Ach komm, hier hast du. From Arena. Thank you. I'm in your debt, but I can't leave yet. Even if the castle should fall, as commander, I must remain. Ja, und er hockt hier nur so rum, oder was? If you see Arena, do tell her that her father will come for her once he's fulfilled his duty. If you see Arena, her father will come for her. Ja, gut, hätten wir immerhin ihn mal gefunden. Was hat er uns gegeben? Irgendein Zweig? Hm.
Was auch immer das für ein Zweig war, ich weiß es nicht. Irgendein Zweig. Das hier wollte ich auch mal ausprobieren, ne? Waffen müsste ich mir auch mal genauer angucken, ob hier noch irgendwas Cooles dabei ist. Boah, 40 Stärke braucht das Teil hier, das Großschwert der Verpflanzung. Aber im Moment habe ich eh nicht genug Materialien, um, glaube ich, nochmal eine Waffe so weit zu leveln, wie die, die ich aktuell habe. Aber ich suche immer noch diesen komischen Zweig, den er mir gegeben hat. Aber der wird ja wohl nicht hier in den Armor-Geschichten sein. Ach, da unten ist er. Talismane. Geht beim Tod anstelle von Runen verloren. Achso, das sind die ganzen Resistenz-Talismane hier oben. Erhöht die Lebenskraft. Ist auch nicht so schlecht, ne? Was wollte ich gucken? Genau, kann ich das wie so ein Talisman anlegen? Ja, sieht so aus. Lebenskraft. 709 Max LP habe ich. Habe ich aber immer noch, oder? Zumindest laut. Status. Ja, dann verstehe ich nicht so ganz, was es macht. Erhöht die Lebenskraft. Welchen hatte ich an? Abwehrkonter, ne? Ja, weiß ich nicht, was es tut. Naja, egal. Gehen wir mal den Rest der Burg hier noch eben erkunden, den wir noch nicht gesehen haben. Gehen wir davon aus, es ist aber nicht mehr allzu viel. Und dann gehen wir zu Irina zurück. Und dann sind wir eigentlich fertig. Ach, ich habe mich auch beamen können. Ich hätte gar nicht zu Fuß gehen müssen. Dann habe ich noch ein paar Sachen auf dem Schirm, die ich machen will, bevor wir weitergehen. Zumindest dem anderen Storypfad folgen, der anderen führenden Hand. Aber ich frage mich echt, warum hier auch nochmal so eine führende Hand hier hingeführt hat. Erschließt sich mir nicht so ganz. Ja, krass, da unten waren wir gewesen. Da war der Bossfight. So. War hier runtergefallen? In die? Ja, ne? Hier sind wir runtergefallen. Hier klingelt es irgendwo. Ja, okay, hier sind wir auch schon gewesen. Wo kam denn dieses klingelnde Geräusch her? Das waren doch sonst immer diese komischen Kugeln da gewesen, die entweder unsere Flaschen auffüllen oder nochmal eine Kriegsasche geben oder sowas. Wollte ich hier hin? Ne, hier wollte ich hin. Man hört es hier doch klingeln, oder? Ich habe nur keine Ahnung, woher es kommt. Also da oben höre ich es definitiv. Hier unten lustigerweise nicht mehr. Ach so, doch, der da unten ist es. Okay. Das war aber nur einer, der, den kennen wir schon, ne? Der unsere Flaschen und so aufgefüllt hat. Ich erinnere mich, glaube ich, dass ich danach irgendwie gesagt habe, okay, jetzt haben wir immerhin wieder drei Flaschen oder so. Hm, ja, schade. Okay, dann gehen wir zu Irina.
Die saß, glaube ich, direkt hier irgendwo. Auf jeden Fall entlang des Weges. Oder war sie weiter vorne? Ich weiß es schon gar nicht mehr so ganz genau. Wo muss ich denn hergehen? Ach so, da unten durch den Tunnel durch. Saß sie nicht hier? Sie scheint mir hinüber zu sein, oder? Sie ist tot. Sie ist tot. Ja, das tut mir total leid für sie. Soll man das ihrem Vater nochmal sagen? Einzige Furchtbare daran ist, dass ich wieder vorne ins Schloss rein muss, ne? Weil ich nicht über diese eine Mauer hier drüber hüpfen kann. Über die hier müsste ich drüber. Wisst ihr, was ich jetzt mal probiere? Ich habe aus Versehen wieder Marker da hingesetzt. Ich renne jetzt einfach mal durch bis zu der Leiter hinten in der Ecke und guck mal, ob ich da rechtzeitig hochkomme. Aber den Marker habe ich eigentlich gerade weggenommen, oder? Goldene Rune 2. Auswahl nutzen. So, jetzt haben wir 8000 Runen. Reicht das für ein Level Up? 8600 brauchen wir. Alter Vater. Ist einiges schon wieder. Mittlerweile. Aber gucken, ob wir die jetzt auf dem Weg da oben hin verlieren und dann beim nächsten Tod ganz verlieren. Ich würde es mir durchaus zutrauen. Können wir hier reiten? Nee, leider nicht. Oh, irgendwer hat uns jetzt doch hier gesehen. No! No, 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 no. Lasst mich, lasst mich. Nein! So gerade eben. Ich hoffe, die... Ah nee, die können auch Leiter klettern, ne? Oh, scheiße. Ich hoffe, dann sind es nicht viel mehr. Ja, klar. Boah. Ey, sag mal, Jungs. So, beide weg. Okay, das hätte richtig scheiße ausgehen können. So, kommt da noch jemand? Ich glaube nicht. So. So, noch einer. What macht er denn? Fuck! Ihr habt ja lustige Andres wo drauf. So. Puh. So, jetzt müssen wir nochmal in die Richtung. Aber ich glaube, den stressigsten Teil haben wir eigentlich hinter uns gebracht. Nein, wir kriegen ihn so gerade eben nicht. So, schon wieder einer weniger. Klar, jetzt greifst du mich noch an. Ich rette dich hier und du greifst mich an. Aber ich glaube, wir haben uns alle auf einen Streich erwischt hier. So, jetzt hätten wir auch, glaube ich, fast genug Erfahrung, um zu leveln. Das heißt, wir können jetzt noch einmal gucken,
Ob ihr Vater noch hier oben rumhockt und noch irgendwas zum Tod seiner Tochter zu sagen hat. I'm in your debt for keeping the sword from those fallen creatures. I'm no longer bound by duty. Oh. Once I've rescued Arena, I will spend my remaining days with her. Ich glaube, das wird schwierig. Thanks to you and devote my Arena has a gentle nature though. Das stimmt, sie hat ein zartes Stimmchen. Thanks to you and devote my Arena has a I only hope. Naja gut, okay, dann ist die Questreihe jetzt beendet oder geht noch weiter? Weiß nicht, wir können es noch einmal zu ihr beamen. Mal gucken, ob er sich jetzt da auch eingefunden hat. Ansonsten erkläre ich diese Questreihe zumindest bis hierhin für mich erstmal für beendet. So, jetzt machen wir die auch nochmal auf. Und dann können wir uns mal wieder ein Level abgönnen. Ein Pünktchen und 1,6 immer noch in Ausrüstungsgewicht. Mach mal. So. Er ist jetzt tatsächlich da. Okay, wie cool. Arena. How could this be? My daughter deserved better. The fault lies with me. I chose duty over my daughter's safety. Tja, das hättest du dir vorher überlegen müssen. How fate has answered. Sie ist tot, ja. Danke. I'll find them. The foul wretched responsible for this. I'll hunt them down and exterminate every last one of them. Ja, wenn wir wüssten, wer das war, ne? Arena, it will be done. I'll find the foul wretched. I'll hunt them down, rest assured. Naja, okay. Gut, dann wollen wir eigentlich als nächstes hier hin. Das heißt, wir gehen mal zu diesem Wegpunkt, weil ich... Also ich habe den Eindruck, diese Anzeige hier ist hier zu Ende, wo wir hin sollten. Das haben wir ja soweit erledigt. Dann wollen wir jetzt noch hier zu diesem Baum, dafür müssen wir zu diesem Wegpunkt und dem Weg Richtung Nordwesten entlang reiten. Ja, sieht eigentlich schon ganz gut aus von der Richtung. Ich schätze mal da hoch. Hier links ist ja auch noch, hier links ist ja auch noch ein Riesenplateau und auf der Karte... Ja, geht's vielleicht darauf. Ich weiß nicht, aber ich glaube, abgesehen von den Bäumchen werde ich hier auf dieser Halbinsel erstmal nicht mehr so viel machen. Außer vielleicht dieses Plateau mal besuchen, wenn wir da einen Weg rauf finden. Das würde mich doch mal interessieren, was da oben ist. Hier ist auf jeden Fall ein Ort der Gnade. Den nehmen wir selbstverständlich auch noch mit. Zumindest mal aktivieren. Ja, natürlich muss ich dafür absteigen. So, der hat aber keinen Wegmarker mehr. Wir könnten uns mal das Bäumchen auf jeden Fall mal wieder als Marker hier aktivieren. Ich wollte nicht absteigen. Ich wollte mal wieder auf die Karte gucken. So, das ist eigentlich die Brücke, wo wir drüber wollen hier. Da liegt irgendwas. Und da ganz unten kann man auf jeden Fall irgendwie springen. Nur die Frage ist, kommt man da aus? Also ich hätte eigentlich fast den Verdacht gehabt, dass man hier irgendwie reinkommt. Aber irgendwie... geht es hier nur so bedingt weiter. Und das scheint mir ein bisschen tief zu sein. Naja, verfolgen wir mal unser eigentliches Ziel. So, irgendjemand will hier Stress machen, habe ich den Eindruck. Wie stark bist du? Wir kennen ihn nicht so weit. Aber so wie er hier einen auch wichtig macht. Also, wollte ich gerade sagen, ist er bestimmt etwas stärker. Aber es bringt ihm nichts. Er ist schon hinüber. Okay, es war wenig beeindruckend.
denn da unten los? Nur aufpassen, dass ich hier nicht runter falle. Guck mal, da links könnten wir wahrscheinlich durchaus mit dem Pferdchen nochmal runter und dann doch nochmal diesen Sprungturm da benutzen. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass uns das auf dieses Plateau da bringt. Die Pflanzen hier sind auf jeden Fall alle Gegner. Nee, es bringt uns relativ genau dahin, wo wir wieder gestartet sind. Schade. Naja, lassen wir das Plateau erstmal Plateau sein. So, ich gehe lieber mal wieder ein bisschen zu Fuß hier. Ach komm, du kannst ja gar nichts. Ich hatte voll Respekt vor dir. Da könnte man auch runter und würde hier hochkommen. Die haben auch alle einen Baum auf dem Rücken. Also Bäume sind schon irgendwie das Leitmotiv, ne? Genauso wie Finger und Gnade. Tut mir leid für dich. Genau geradeaus, da ist auch noch eine Kirche. Oder sowas. Ernsthaft, ihr wollt jetzt noch Hilfe rufen, oder wie? So, hier sind wir in der Kirche. Wenn es hier nicht noch mal einen Ort der Gnade gibt, dann weiß ich es auch nicht. Sag ich doch. Ich frage mich ja immer noch, was immer diese Geisterwesen hier wollen. Das Mausoleum wandert und wiegt den seelenlosen Halbgott in seinem Inneren. Ja, gut. Dann soll es wandern. Pilgerkirche. Ja, und in den Kirchen gibt es auf jeden Fall immer was zu looten. Eine heilige Träne. Heilige Träne? Ist das nicht... Boah, gibt es in jeder Kirche was, um unsere Flasche zu verbessern? Ist die heilige Träne nicht das, was uns unsere Fläschchen mehr heilen? Ja. Boah, krass. Wir haben jetzt mittlerweile 7 Fläschchen, die 2-mal gepimpt sind. Also das gefällt mir schon relativ gut, ne? Okay, wir müssen nach Kirchen Ausschau halten, habe ich den Eindruck. Aber jetzt gehen wir zum Baum. Ja, gut, dass wir hier auch nochmal Richtung Kirche abgebogen sind, sage ich mal. Dankeschön, Spiel. Dass du uns die so prominent gezeigt hast auf dem Weg hierhin. Genau, aber das da hinten ist unser eigentliches Ziel. Was? Haben wir gerastet oder warum sind die wieder da? Hi, Leute. Ah. Na gut, ich glaube, ich muss sie nochmal kaputt machen, weil ich diesen Schädel da... Boah, mein Schwert hat eine mega Reichweite, aber dafür war es dann doch noch zu kurz, oder was? So, euer Caster ist hinüber. Dann würde ich mir jetzt spätestens Sorgen machen. Hält uns seine Fackel entgegen. Nein, ich habe gerade Aristokratenschädel gelesen, aber es war ein Stiefel. Südele! Da erhebt sich doch gerade jemand. Nicht, dass du uns immer fies in den Rücken fällst. Aber gut, die ganzen Leute hier sind wenig beeindruckend. Aber die letzten Meter gehen wir jetzt mal zu Fuß. Ich
welche Runen geben die denn so jeweils? 63. Nicht mehr so viel für meine Verhältnisse, wenn man bedenkt, dass ich mittlerweile 9000 oder so zum Leveln brauche. Hello! Oh, ich wollte ihn eigentlich anspringen. Hat nicht geklappt. Macht aber nichts. Oh, ist hier ein Boss davor. Ist auf jeden Fall einiges, was man aktivieren kann. Die Herbeirufungsreserve ist jetzt aktiv. Ja, sollen wir uns den erstmal so angucken? Oder sollen wir direkt was beschwören? Niederer Erdenbaum. Oh, es ist ein richtiger Boss. Ich wollte mich eigentlich wegrollen, hat aber nicht so ganz geklappt. Okay, das haut uns nur nach hinten. Das ist gar nicht mal so schlimm. Oh, aber einzelne Treffer sind schlimm. Aber da wir mittlerweile zweifach gepimpte Fläschchen haben. Er lässt sich aber auch durch gar nichts außer Ruhe bringen, ja, oder außer Fassung bringen. Wow, 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 was passiert hier? Ey, Junge, was hast du für Angriffe drauf? Da war auch schon wieder irgend so ein baummäßiger Gegner, ja? Oh, fuck. Oh, wir leben noch. Wir haben noch 4 Fläschchen. Ja, okay. Ach, scheiße, ich wollte die Gelegenheit nutzen, um mich zu heilen. Hat aber nicht geklappt. No. Shit, 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 shit. So, mein Freund. Ich denke, das war's für dich. Nein, wenn ich noch einen Schlag rauskriegen würde. Okay, ohne Beschwörung geschafft. Gegner zu Fall gebracht. 3600 Erfahrung. Schöner Schlüssel-Item. Opalane Blasenträne und purpurrote Bruchkristallträne. Das sind auch Sachen. Unser Mixzeugs da. Wo stelle ich es nochmal ein? Ach so, an einem Ort der Gnade war es, ne? Richtig. Da konnten wir unser Fläschchen verändern. Befleckte goldene Sonnenblume. Hier geht nicht kaputt. Okay, also diese Zutaten an diesen, wie sie auch immer heißen, an den niederen Erdenbäumen, können also auf unterschiedlichste Art und Weise bewacht sein. Ich weiß gar nicht, ich glaube beim letzten Baum sind sie da nicht einfach rumgelegen oder musste ich da auch einen Gegner bekämpfen? Könnte ich mich nicht daran erinnern, dass ich da auch einen Gegner bekämpfen musste. So, hier klingelt es mal wieder. Und ich höre ein Lied. Ich höre ein Lied. Wird lauter. Ich wusste, dass sie auch sowas machen. Nein, bitte. Oh, ich wollte gerade sagen, bitte lass mich hier nicht sterben. Ich will mir zumindest noch den Ursprung dieses Liedes anschauen. Das
unten? Es macht so den Eindruck, oder? Aber vorher müssen wir uns noch von ein paar Fledermäusen entledigen. Okay, jetzt bin ich vergiftet. Nice. Warst du irgendein besonderes Viech? Wir werden es nicht mehr erfahren. Goldene Rune 6. Okay, nett, aber es singt auch nicht mehr. Was es immer hier war. Scheibe Fleisch. Bin nach wie vor vergiftet. Gab es hier eigentlich keinen Ort der Gnade an dem Baum? Das kann ich mir ja kaum vorstellen. Kommen wir von hier aus wieder irgendwo da hoch? Ach, guck mal, da ist noch einer. So, wir müssen nochmal einmal da hoch und schauen, ob es da eventuell auch noch einen Ort der Gnade gab, den wir irgendwie mal aktivieren können. Da brennt es irgendwie so ein bisschen. Niederer Erdenbaum ohne Ort der Gnade. Das wäre enttäuschend, oder? War hier die Boss-Arena? Ach, ich kann gerade nicht auf die Karte gucken. Weil wir irgendwie im Kampf sind, weil wir irgendeinen Gegner geedet haben. Ja, hier war das Kampffeld. Und nein, es scheint keinen Ort der Gnade zu geben. Ja, das ist in der Tat ein bisschen enttäuschend. Boah, wie ich zu blöd bin. Ja, Leute, dann würde ich sagen, machen wir hier ein kurzes Päuschen und beim nächsten Mal weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Däumchen nach oben oder eventuell sogar ein Abo da. Ich sage hier erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.